die Kernerkenntnis der Studie. Sie spiegelt das wieder, was wir im täglichen Alltag sehen, wenn wir mit Kunden sprechen, dass sich sehr wenige Kunden aktiv mit der Datensouveränität auseinandergesetzt haben. Und das sieht man auch in der Studie. Also erst 26% der Firmen haben sich wirklich mit Datensouveränität auseinandergesetzt. Und erst 10% haben sich überhaupt im letzten Jahr aktiv damit auseinandergesetzt. Das ist das, was wir auch immer wieder im täglichen Alltag sehen bei Kundengesprächen. Die Gründe dafür, ich glaube, sie sind vielschichtig. Einerseits, dass sich viele Kunden aktiv nicht damit auseinandersetzen wollen, sondern ihre Daten halt bei den Hyperscaler haben und dort vielleicht glücklich sind und sich gar nicht der rechtlichen Implikationen bewusst sind, was die Datensouveränität für sie bedeutet. Für mich persönlich, dass ich Herr meiner Daten bin, Herr meiner Services, Herr meiner Prozesse und jederzeit meine Daten von einem Anbieter zu einem Anbieter migrieren kann, ohne dass ich auf etwas Rücksicht nehmen muss. Einerseits das Persönliche, das Vertrauen in seinen Gegenüber, dass man jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Oft natürlich technische Aspekte und dann sehr oft Zertifizierungen, die man als Anbieter mitbringen muss, um bei Ausschreibungen überhaupt mitmachen zu können. Und da wird sehr oft gefordert, gerade im deutschen Bereich, BSI C5, Automotive Industrie, TISAX, alle gängigen TISAX-Zertifizierungen, ISO-Zertifizierungen, die man haben muss, eine FINMA-Compliance in der Schweiz oder sonstige Zertifizierungen.